Ja. Ja, okay, hallo erstmal. Kurze Vorstellung, ich bin Stefan Seifried, ich arbeite für die B1 Systems GmbH als Consultant und Entwickler. Da bin ich hauptsächlich in letzter Zeit mit administrativen Tätigkeiten bei Kunden beschäftigt, also große Systeme betreiben, oftmals virtualisiert, oftmals mit Xen, seltener mit KVM, gar nie mit VMware. Groß heißt, die kleinen Hypervisor haben 144 GB RAM, die großen ein bisschen mehr. Und dabei bin ich eben dazu gekommen, dass wir festgestellt haben, okay, wir haben Probleme mit den Systemen und die müssen wir untersuchen. Wir haben zum Beispiel Kernel-Probleme, sowohl auf Hypervisor oder auch auf normal physikalisch installierten Servern. Und da bin ich aufs Crash-Dumpen gekommen, unter anderem. Und darüber ist der Vortrag heute. Es kann sein, dass es etwas durcheinander geht, verglichen mit den Slides, einfach deswegen, weil ja, ich nicht so dafür bin, mich an den Slides festzuhalten, sondern eher zu erzählen, worum es geht oder was interessant ist. Wenn ihr Fragen habt zwischendurch, gerne stellen. Ob ich sie beantworten kann, werden wir dann sehen. Ich mache das Ganze eher aus Admin-Sicht. Also ich bin selber kein Kernel-Hacker. Und wenn hier Kernel-Hacker sind, die sich da gut auskennen mit manchen Sachen, dann dürfen die mir auch gerne helfen beim Fragen beantworten, die ich nicht beantworten kann. Da wird es vielleicht die eine oder andere geben. Für mich ist das Crash-Dump, das K-Dump, ein sehr nützliches Administratorentool, wie wir gleich sehen werden, weil man da eine Postmortem-Analyse machen kann. Also, worum geht's? Was ist Kernel-Dumping? Warum wollen wir das? Wie funktioniert es? Und dann werden wir uns auch einen Kernel-Dump anschauen. Ihr werdet nachher tatsächlich eine Maschine hier einfach crashen. Allerdings eine virtuelle Maschine. Nicht, weil ich zu feige bin, mein Notebook zu dumpen, sondern weil auf dem Notebook OpenSUSE Factory ist. Und soweit ich als ich das letzte Mal probiert habe, hat es nicht funktioniert. Da muss diese Community, also ich, wollen wahrscheinlich mal anfangen, das wieder zu fixen oder zumindest einen ordentlichen Bug-Report zu machen. Bin ich bisher nicht dazugekommen, darum machen wir das in einer virtuellen Maschine. Was ist Kernel-Dumpen? Ein Kernel-Dump, das ist ein Core-Dump, kennt wahrscheinlich jeder. Programm wird vom Kernel abgebrochen, Core-Dump-Limit ist nicht auf 0 gesetzt und dann wird ein kompletter Speicherabzug von dem Programm ins Filesystem geschrieben und dann kann man später sich mit dem Debugger wie GDB oder sowas anschauen, sieht, woran ist der Prozess gestorben. Oftmals ist es ein Segfault, dann hat er irgendwie dem Speicher unsittlich an Hintern gefasst oder hat halt außerhalb des ihm zugewiesenen Speicherbereiches versucht zuzugreifen, dann wird auf dem Kernel abgebrochen. Ein Crash-Dump vom Kernel ist im Prinzip dasselbe, nur nicht nur vom einzelnen Prozess, sondern von dem kompletten Arbeitsspeicher der Maschine. Das heißt, wenn mein Kernel crasht, dann wird der komplette Arbeitsspeicher, der Inhalt des Arbeitsspeichers wird auf die Festplatte kopiert, bevor die Maschine dann rebootet und normal startet und dann kann man sich diesen Dump anschauen, kann feststellen, was hat denn der Kernel gehabt, warum ist er denn gecrasht, war ihm denn nicht wohl und warum. Sieht man oftmals auch an der seriellen Konsole, sieht man noch so letzte Lebenszeichen, wenn man eine hat und wenn man es noch sieht. Und man sieht aber an der seriellen Konsole halt nur die Kernel-Meldungen. Mit so einem Crash-Dump kann man tatsächlich diesen Dump kann man untersuchen. Man kann sich die Zeiger anzeigen lassen, man kann sich den Speicherinhalt anzeigen lassen. Wer es kann sich die Disassembly vom Code anschauen und schauen, was ihm denn genau nicht gefallen hat. Man kann dann auch zum Beispiel sich die entsprechenden Codezeilen im Kernel-Code anschauen und feststellen, okay, dieser Pointer, wie konnte der 0 werden? Oder man sieht überhaupt, dass der Pointer 0 war und dass es deswegen eben, oder invalid war und deswegen nicht ging. Das ist im Moment des Crashes, wird das Dumpen getriggert und schreibt dann das alles auf die Platte, sodass man sich später anschauen kann. Ein Kernel-Dump muss nicht unbedingt ein echter Crash sein. So ähnlich wie ich mit meinem Debugger im GDB sagen kann, schreibe mir jetzt mal einen Core-File von meinem Prozess, wenn ich den angehalten habe, oder wie ich im Prozess praktisch von Hand ein SIG-11 schicken kann, dass er, oder ein Abort-Signal, sodass er dann einen Core-Dump macht. So ähnlich kann man auch den Kernel dazu bringen, zu crashen, entweder wenn man sich noch einloggen kann auf der Maschine mittels dem SysRQ-Trigger, Proc-File oder über SysRQ-Tastenkombination, wenn man sich nicht mehr einloggen kann, wenn man an der Konsole ist. Es geht aber auch remote oder beziehungsweise über den sogenannten Debug- oder NMI-Button an Server-Hardware, die hat die normalerweise,
kann man konfigurieren, dass die, wenn ich diesen Debug-Button drücke, heutzutage oftmals über das Web-Frontend, über das Management-Board, dass dann der Kernel crasht und den Crashdump schreibt. Warum würde man das wollen? Die Maschine ist ja noch nicht gecrasht. Warum würde man sie selber crashen wollen? In der Praxis kommt es doch öfters vor, als einem lieb ist, dass ein System, wenn es länger läuft oder wenn da komische Applikationen drauflaufen und sowas, dass sich es irgendwann nicht mehr so verhält, wie man es gerne hätte. Sprich, man kann sie aus irgendeinem Grund nicht mehr einloggen oder der Kernel kann keine Prozesse mehr starten. Meistens irgendein Software-Bug und ganz oft kommt man halt an den Punkt, wo man sagt, okay, wir können jetzt hier auch nicht stundenlang suchen, woran es liegt, wir müssen die Kiste durchbooten. Mit einem Crashdump kann man hinterher wenigstens schauen, woran es lag oder zumindest ungefähr, also wenn man kein Kernel-Hacker ist, kann man zumindest ungefähr die Ursachen rausfinden. Das schauen wir uns nachher auch an. Ja, da sind wir schon, warum man das haben will. Man kann sich nachher, nachdem die Kiste rebootet ist, kann man sich anschauen, wo das Problem lag. Und man braucht eben nicht mehr, man muss nicht das System, was vielleicht, wo als Beispiel ein Webserver, der keine Connections mehr annimmt, weil irgendwo der Kernel halt die Sockets nicht mehr durchverbinden will zum User Space, der sollte möglichst schnell wieder online gehen. Das heißt, selbst wenn ich mich darauf noch einloggen kann und untersuchen kann, dann freut sich derjenige, der dafür zuständig ist, dass das Ding online ist, freut sich nicht, wenn ich da stundenlang drauf rumdebugge. Der sagt, jetzt boote das Ding gefälligst durch und zwar möglichst schnell. Der Crashdump geht relativ schnell und ich habe hinterher alle Zeit der Welt, um mir das Problem anzuschauen, während die Seite schon längst wieder online ist und funktioniert. Das ist sehr hilfreich, wenn man sogenannte Mission-Critical-Systeme hat. Also ich bin oft bei Kunden, da wo dann gerne irgendjemand im Management weiter oben, wenn irgendein System ausgefallen ist, dann wollen die immer gerne eine Root-Cause-Analyse haben. Ich habe immer das böse Gefühl, die können zwar gar nichts anfangen mit dem, was ich denen dann erzähle, aber sie wollen es halt gern haben. Das steht halt irgendwo, das muss auf jeden Fall rausgefunden werden, was da passiert ist und warum und was wir dafür tun, dass es nie wieder vorkommt und so weiter. Es hilft einem selber halt dann, zu sagen, oft kommt dann als Lösung raus, ja, this was an unspecified operating system problem oder sowas. Mich wundert es dann, dass sie das akzeptieren. Tatsächlich, warum fragen die überhaupt? Aber tatsächlich ist eben, es ist zum Beispiel hilfreich zu sagen, ja, ist das der gleiche Crash wie gestern? Das ist manchmal, also ich hatte das schon, ja, Maschine crasht, man hat eine Enterprise-Distribution, man geht zum Support, die sagen, ja, hier habt ihr einen gefixten Kernel, am nächsten Tag crasht sie wieder. Man kriegt, und dann zu sagen, ja, ist es jetzt noch derselbe Crash oder ist es ein anderer? Das ist oftmals schon sehr hilfreich, weil ich meine, das heißt ja nicht, dass der gefixte Kernel alle möglicherweise jemals vorkommenden Bugs gefixt hat, aber vielleicht nur den einen, an dem er gestern gecrasht ist. Das ist also schon mal sehr hilfreich. Kann auch hilfreich sein, war es in meinem Fall schon gegenüber dem Management zu argumentieren, wenn wir wirklich sowas hatten, wo eine Woche lang jeden Tag ein anderer Crash war. Ich meine, das System war auf einer Last, die es vorher nie gesehen hatte. Irgendwann hat es gecrashed. Dann haben wir einen Patch gekriegt. Am nächsten Tag ist es wieder gecrashed. Dann haben wir einen Patch gekriegt und es ging so dreimal. Und dann kamen die Ersten und sagen, rollt bitte wieder zurück vor den ersten Patch, weil da ging es ja noch. Da war aber auch noch keine Last drauf. Und es war dann sehr hilfreich für die direkte Managementstufe direkt über mir, dass ich sagen konnte, passt auf, ich habe einen Crashdump angeschaut, es ist jedes Mal ein anderer Crash. Die tun dort tatsächlich was bei diesem Linux-Distributor. Es ist nicht so, dass die uns nur Placebos schicken, nein, es ist halt neue, verbesserte Bugs. Aber, naja, oder halt einfach andere, die wir bisher noch nicht getroffen hatten. Die Systeme wurden getestet mit wenig Last und als halt dann mal so richtig Produktionslast drauf kam, da war halt das Leben etwas anders. Wenn man eben solche Systeme hat, die möglichst wenig Downtime haben sollen, wo eben auch schnell unter Umständen im Zweifel sagt, okay, wir booten das lieber schnell durch, da kann so ein Crashdump sehr hilfreich sein. Egal zu welchem Distributor ich komme und sage, ich habe hier ein Problem und ich habe hier einen Crashdump dazu, also das ist eben wirklich, zumindest die beiden, die ich kenne, die kann man sagen, das eine ist SUSE, das andere ist Red Hat, da kriegt man wirklich innerhalb von einem Tag dann auch einen gepatchten Kernel, weil es für die auch wirklich, die sehen, wo das Problem war. Also selbst wenn ich es nicht sehe, aber ich schicke denen den Dump und die sagen, okay, ja logisch, hier ja, muss der und der Treiber oder, keine Ahnung, ich bin kein Kernel-Hacker. Jedenfalls, das macht halt wirklich, das macht das Leben für den Support auf der anderen Seite auch leichter. Jetzt kann ich mich fragen, ob das meine Aufgabe ist, denen das Leben leicht zu machen. Andererseits, ich meine, ich will, dass mein System möglichst gut läuft. Und wenn die mir schnell einen Fix geben können, ist allen geholfen.
Crashdump sehr hilfreich. Ja. Auch für schwer zu reproduzierende Sachen, also sowas, ja, die Kiste hängt alle 4 Wochen, hängt die mal und keiner weiß genau, wie es dorthin gekommen ist. Die Erfahrung zeigt, dass da auch ein Crashdump nicht immer das sehr einfach macht, das zu analysieren, weil wenn da irgendwie spezifischer Netzwerktraffic vorher war, der irgendwie zu diesem Fehler geführt hat, naja, das sieht man im Crashdump auch nicht unbedingt. Aber zumindest hat man überhaupt eine Chance. Einfach nur zu kommen und sagen, wenn ich zum Support komme und alle vier Wochen hängt die Kiste irgendwie und dann sagen die, ja, was habt ihr denn gemacht? Ja, wir wissen es nicht. Die läuft ganz normal, nach 4 Wochen hängt die. Ja, was soll der Supporter da machen? Also kann man sich zwar dann beschweren, dass die alle nichts können und überhaupt und sowieso und wofür zahlen wir das teure Geld für die Enterprise-Distribution, aber ganz praktisch, die können nicht hexen. Crashdump hilfreich. Wie funktioniert es? Früher gab es verschiedene Techniken. Da gab es NetDump, LKCD, das war Linux Kernel Crashdump. Heute gibt es praktisch nur noch KDump. KDump ist eine Methode, da wird KExec verwendet. KExec kennt jeder? Nee, kennt keiner. KExec wird, ja, kennt schon. Bei KExec wird ein Kernel aus dem laufenden Kernel raus ein neuer Kernel gestartet. Das wird benutzt, um schnell zu rebooten, typischerweise. Das heißt, wenn ich runterfahre, ein moderner Server, der braucht zum Booten 5 Minuten, davon sind 4,5 Minuten im BIOS. Bis das BIOS seine RAID-Controller gefunden hat und sonst irgendwas, ich frage mich mal, was die da machen. So viel Zeug hat er gar nicht drin, was er suchen könnte und die CPUs sind super schnell, trotzdem BIOS 4 Minuten oder 4,5. Mit KExec kann ich beim Runterfahren, als letztes beim Runterfahren lade ich den neuen Kernel und lasse den alten Kernel, den neuen Kernel direkt anspringen, ohne durchs BIOS zu gehen. Damit kann ich schneller rebooten. KDump macht was Ähnliches, und zwar wird beim KDump ein Kernel und eine Init-RD in einen vorher reservierten Speicherbereich geladen. Das heißt, beim Booten wird Speicher reserviert. Da muss man typischerweise so 128 MB muss man reservieren, weil das auch der Speicher ist, der nachher benötigt wird für den Kernel zum Laufen. Ja, Frage? Die Frage war, ob das dasselbe Feature ist, was man bei CentOS als Crash-Kernel kennt. Jawohl, das ist genau dieses Feature. Also das ist exakt das, was die da, da wird auch KDump eingerichtet mit einer Init-RD dazu. Und es wird also beim Booten wird Speicher reserviert, der kann dann vom Host-System auch nicht mehr benutzt werden. Der wird also geschützt. Wenn jemand, ich vermute, irgendwie über die MMU oder sowas wird er markiert, wenn es jemand genauer weiß. Jedenfalls ist der geschützt davor, auch aus Versehen überschrieben zu werden oder sowas. Also der laufende Kernel wird sich normalerweise weigern, den zu überschreiben und auch andere Programme können da nicht einfach drüber schreiben. Dort rein wird dann der Crash-Kernel geladen und die Init-RD dazu. Und wenn jetzt die Maschine abstürzt, dann merkt die in ihrer Panic-Funktion, oh, ich habe einen Crash-Kernel geladen, dann springt die über den KExec-Mechanismus diesen Crash-Kernel an, der bootet dann ganz normal und der Crash-Kernel, der ist noch ganz, weil der Original-Kernel hatte ja irgendein Problem, sonst hätte er nicht gepanickt. Der hat irgendwo, stellt er fest, meine Speicherzeiger, die zeigen irgendwo ins Nirvana oder was weiß ich, das Filesystem, was auch immer, da mache ich jetzt lieber nichts mehr damit, weil ich bin jetzt kaputt. Und dann springt er den Dump-Kernel an und dieser Dump-Kernel, der ist noch ganz jungfräulich, der ist noch hoffentlich bekanntermaßen gut, wir werden keinen kaputten Dump-Kernel laden hoffentlich, und der bootet dann und der hat eine Konfigurationsoption drin, der hat dann über einen der Zugriff immer rein, der hat Zugriff auf den gesamten Speicher. Der hat nicht nur Zugriff auf die 128 MB oder was auch immer, was reserviert wurde für uns, sondern da gibt es einen File proc vm core, da ist der komplette Speicher des alten Kernels drin, also des abgestürzten Kernels. Und dieses proc vm core kann er dann im einfachsten Falle mit cat auf die Festplatte schreiben oder übers Netzwerk irgendwo hinkopieren, je nachdem. Und wenn er damit fertig ist, dann rebootet er die Kiste ganz normal, dann startet er wieder den normalen Kernel und läuft ganz normal weiter. Das ist der Vorgang. Genau, hier ist nochmal beschrieben. Ha, hätte ich früher vorblättern müssen. Speicherloch wird reserviert beim Booten. Das ist aber ein echter Nachteil. Es wird halt immer Speicher verschwendet, in Anführungszeichen. Bei Serversystemen mit viel Speicher ist es eher
zu verkraften, wie wenn ich jetzt also ein Notebook mit einem Gigabyte RAM habe, da will ich vielleicht nicht 128 MB abzweigen für einen Crash-Kernel. Ja, das ist auch, aber da braucht man es vielleicht auch nicht so dringend. Da macht man es, wenn man wirklich mal einen Bug sucht oder wenn man weiß, okay, der crasht immer, wenn ich das und das mache, dann macht man es mal eine Zeit lang. Ich habe jetzt auf meinem Notebook normalerweise auch kein KDump an. Unter anderem, weil es zurzeit mit Factory nicht funktioniert, richtig, und ja, weil es nicht so hilfreich ist. Der hängt sich typischerweise hart auf, weil irgendwas mit dem Wireless-Treiber nicht funktioniert. Da hilft einem dann ein KDump unter Umständen auch nicht weiter. Jedenfalls, man reserviert Speicher und MakeDump-File, das ist das Programm, was dann das wegschreibt. Im Prinzip, wie das genau in der Init-RD gemacht ist, ist distributionsspezifisch. Alle Distributionen haben, ja, alle mir bekannten, also genauer bekannten. Ich weiß, es geht mit Red Hat-basiert, SUSE-basiert. Bei Debian musste man den Kernel, den Dump-Kernel selber kompilieren mit config crash dump gleich yes. Aber diese Information ist schon älter. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Also da. Und alle Distributionen haben auch ein Paket dazu, das man installieren kann, was dann ein Tool hat, um diese Init-RD zu bauen. Weil die ist ein bisschen anders wie die normale Init-RD. Die normale Init-RD, die bootet das System, während die Dump-Init-RD, die da geladen wird, die muss natürlich das Dump-File erzeugen. Die Frage ist, muss ich einen speziellen Kernel geladen haben? Ja, der Kernel muss diese Option gesetzt haben. Ich gehe nochmal zurück. Ja. Genau. Das haben. Der Parameter ist unabhängig von der Init-RD und es ist wohl auch, also es. Ich wüsste nicht, dass es auf einer Init-RD, dass die Init-RD wirklich gebraucht wird, wobei der Vorteil ist, dass du musst halt irgendwie an dein Root-File-System rankommen. Also der Kernel alleinig dumpt gar nichts. Der Kernel, der Crash-Kernel, der startet und dann ruft der Init auf. Und wenn du den jetzt mit einer speziellen Init-RD startest, dann würde er halt ein Stück weit dein System booten, dann müsstest du ein Init-Skript machen, was checkt, bin ich jetzt im Crash-Kernel. Wie man das genau macht, vermutlich wenn proc VM-Core oder ja, ist bestimmt dokumentiert. In der Kernel-Doku ist es dokumentiert. Es gibt auch online ein sehr schönes Buch zum Thema, ist ganz am Ende in den Links. Also da müsste halt ein Init-Skript irgendwann ziemlich früh kommen, was feststellt, aha, ich bin jetzt im Dump-Kernel und dann das wohin schreibt. Also in normal ins File-System oder so. Das müsste. Da müsstest du dich halt wahrscheinlich selber drum kümmern. Die Distribution, die ich kenne, wo ich es probiert habe, das war Debian, SUSE und Red Hat basiert jeweils, die machen es alle mit einer Init-RD. Aber das Feature als solches bin ich mir ziemlich sicher, ich habe es jetzt nicht getestet, aber ich bin mir ziemlich sicher, es geht auch ohne. Am Schluss, wenn du den, man kann zum Testen, kannst du dem Init, dem Dump-Kernel, der wird mit dem kexec-Tool wird der geladen. Lüge ich, kexec, okay, dann, ja, mit dem kexec-Tool wird er geladen und dann kann man eine Kommandozeile mitgeben. Und da könntest du ihm zum Testen erstmal init bin bash mitgeben und dann von dort aus von Hand mal das probieren. Das ist, also bevor du ein Mords-Init-Skript erstellst, ist es gut, erstmal zu wissen, was du tun musst. Ja, also, und diese Kernel-Option ist sowohl bei SUSE wie auch bei Red Hat, ist die auf jeden Fall schon bei jedem Kernel gesetzt. Das heißt, da kann man den ganz normalen Kernel auch als Dump-Kernel verwenden. Das machen die, ist auch der Standard, ist auch, dass sie den normalen Kernel als Dump-Kernel verwenden. Und das Letzte, was ich aber, ich habe Debian vor einem Jahr das letzte Mal probiert, mit Bezug zu KDump. Und da war es so, da musste man einen extra Kernel bauen, mit der Option gesetzt. Ob das noch so ist, nachschauen. Kann man ja relativ einfach feststellen im Laufen. Genau. Genau, eben, das ist also. Wie sieht so ein Crash-Dump aus? Es ist normalerweise ein einfaches 11-Core-File oder ein spezielles KDump-Compressed-Format, wenn es mit MakeDump-File gemacht wurde. Das 11-Core-File ist sehr ähnlich zum User-Space-Core. Das kann man tatsächlich sogar mit GDB direkt laden. Allerdings ist das eher was für die Harten. Also
mit dem GDB, da ist es dann so, da ist jede CPU ist ein Thread oder ein Prozess, müsst lügen, und mit den ganzen Pointern im Kernel und so weiter, die kann man sich selber zusammensuchen. Das ist, also zumindest für mich, ich bin weder Kernel-Hacker noch GDB-Spezialist, ist es also nicht sinnvoll, das mit GDB zu laden. Es gibt aber ein Tool, was einem das abnimmt, das ist das Crash-Tool, das ist eine Art Wrapper um GDB. Dieser Crash-Dump hat natürlich, wenn er ein Abbild vom kompletten Speicher hat, da sind also Sachen drin wie vielleicht die GPG-Passphrase oder der SSH-Key oder sonst irgendwas, oder auch, wenn man da eine Unternehmensdatenbank drin hatte, irgendwelche Finanzdaten von dem entsprechenden Unternehmen. Das heißt, es sind auf jeden Fall sensitive Informationen. Das also irgendwo auf Dropbox hochzuladen und auf der Linux-Kernel-Mail zu sagen, ich habe hier einen Crash-Dump, kann den mal jemand anschauen, das muss man sich überlegen. Noch mehr muss man sich überlegen, wenn man das für eine Firma macht, wo es eben nicht mal die eigenen Daten sind, sondern fremde. Da ist es unter Umständen einfach wichtig zu wissen, okay, wenn man da bei einer der Enterprise-Distributionen sich Support dazugekauft hat, man typischerweise sowieso ein NDA für solche Sachen, dass der Support eben da unterschrieben hat, dass er das niemand weitererzählt. Man muss es aber einfach wissen. Es sind sensitive Informationen. Man muss es unter Umständen auch als Admin vorher abklären, ob man das weitergeben darf oder ob das so geheim ist, dass man es eben auch mit NDA nicht weitergeben darf und ob man vielleicht lieber nicht rausfindet, warum die Kiste jetzt gecrasht ist. Das ist dann typischerweise oberhalb meiner Gehaltsklasse. Man muss es aber wissen. Also es ist einfach, da ist alles drin. Da ist, wie gesagt, auch die GPG-Passphrase, die normalerweise nicht geswappt wird oder sowas, das ist, interessiert den Crash-Dump überhaupt nicht. Der schreibt alles auf die Platte. So, die Applikation, um so einen Crash-Dump zu laden, heißt Crash. Das ist ja intuitiv. Das ist eine Art Wrapper oder eine Ladung von Skripten für den GDB und die ist sehr hilfreich, wenn es darum geht, das zu laden, weil die hat eine Ladung von Makros oder von speziellen Befehlen, die es einfach macht, den Crash-Dump zu untersuchen und sich genauer anzuschauen. Da gibt es so Befehle wie zum Beispiel DMESC oder PS, die machen so ziemlich dasselbe, was auch die entsprechenden Befehle auf der laufenden Maschine machen. Die zeigen einem nämlich die Prozessliste an, die sieht ein bisschen anders aus, das zeige ich nachher auch gleich mal. Oder eben, was für mich oftmals das Einzige ist, was ich so einen Crash-Dump anschaue, die letzten Einträge im DMESC, weil da sehe ich, aha, der sieht sehr ähnlich aus wie der Crash von letzter Woche oder der sieht ganz anders aus. Das ist oftmals, selbst als Nicht-Kernel-Hacker sind die letzten Worte vom sterbenden Kernel einigermaßen, die sagen einem ungefähr, wo es war. Und das ist oftmals eben auch das, wenn der Kernel crasht, ist genau das, was nicht mehr im Logfile steht. Weil das eben beim Journaling-File-System noch nicht geschrieben war und beim Rollback, beim Booten dann wieder gelöscht wird. Das heißt, es ist genau die interessanten Sachen bei so einem Server-Crash, die stehen ja oftmals, genau die sind die nicht mehr auf der Platte landen, nämlich die, woran ist er denn nun gestorben? Man sieht oft auch so Sachen, was ist da eine Viertelstunde vorher noch passiert oder sowas, was manchmal auch schon, also eben gerade bei solchen Sachen, dass eine Kiste immer kränker wird, nicht mehr so richtig reagiert und die sich immer unwohler fühlt, da hört dann oftmals auch irgendwann schon eine halbe Stunde vor sie tatsächlich stehen blieb, das Logfile aus, aus irgendwelchen Gründen. Da sieht man manchmal im DMS noch, ja, da kamen irgendwelche NFS-Timeouts oder irgendwas, oder das Netzwerkinterface hat sich mal resettet, ja? Kann man den Crash-Dump so begrenzen, dass er nur diese Meldungen sichert und nicht irgendwie das komplette Kernel weiterbetrifft? Die Frage ist, kann man den Dump begrenzen, dass er nur diese Meldungen sichert und nicht den kompletten Speicher? Nein, kann man so, also meines Wissens kann man das nicht. Was man kann je nach Tool, bei einer SUSE ist das Make-Dump-File-Tool, das kann nach bestimmten Kriterien filtern. Also zum einen kann es komprimieren, zum anderen kann es filtern. Da kann man zum Beispiel sagen, Pages, die überhaupt nicht benutzt werden, werden auch nicht geschrieben. Das wird vermutlich in der Memory Management Unit oder das hat ja Zugriff auf den, also auf den kompletten Speicher des vorher laufenden Kernels. Der Kernel hat eine Tabelle, wo die belegten Speicherseiten drinstehen und da kann man sagen, okay, die waren leer, die waren gar nicht benutzt, die speichere ich auch nicht mit ab. Dann gibt es einen Filter, wo man sagt, ich glaube, Page Cache wird nicht mit. Da gibt es verschiedene Stufen, was man alles weglassen kann. So wie ich das verstanden habe als Nicht-Kernel-Hacker, ist es so, dass der Page Cache typischerweise nicht schuld dran ist, wenn die Kiste crasht. Also deswegen kann man sagen, ja, da kriegt man schon einen großen Teil
Es ist ja oft so, dass eine Maschine mit 64 Gig nicht tatsächlich 64 Gig für die Applikation braucht, sondern halt 30 Gig für die Applikation, dann hat sie noch 20 Gig für den Cache und noch 15 Gig irgendwie so fürs gute Gewissen, ein bisschen oversized. Das heißt, da kann man schon ein bisschen was sparen. Das ist nämlich tatsächlich ein Problem, also dass heutzutage diese Blade-Server, wo ich vorher gesprochen habe, mit 144 Gigabyte, die haben tatsächlich keine 144 Gigabyte lokale Storage. Die haben 2x60 Gig SSDs. Da passt also der ganze Speicher. Und der wird natürlich auch noch für andere Sachen benutzt teilweise. Also ich habe da, in dem Fall haben wir dann einfach aufs Netzwerk geschrieben, auf NFS. Aber es ist durchaus unter Umständen schwierig, das alles wegzuschreiben. Und es braucht natürlich auch eine gewisse Zeit. Also wenn ich 144 Gig schreiben muss, dann brauche ich da halt, keine Ahnung, eine Viertelstunde. Und wenn ich bloß 20 schreiben muss, dann hinterher brauche ich halt nur 5 Minuten oder 3 Minuten. Das ist also durchaus interessant. Das Make-Dump-File, das kann filtern, verschiedene, da kann man so ein Filter-Level einstellen. Das geht wohl durch diese 11 Header durch und tut da halt, keine Ahnung, es tut da intelligent rausfiltern, aber dass man sagt, ich will nur DMS haben, das wüsste ich nicht, dass das geht. Da könnte man sich, es wäre möglich, man müsste sich auch vermutlich selber was schreiben. Dass man halt sagt, man macht ein Tool, was im Crash-Kernel startet, im Prinzip das Crash-Tool direkt nicht auf der Platte liegende File aufruft, sondern direkt auf dieses Proc VM Core oder wie das heißt und dort nur das Log rauszieht, das auf die Platte schreibt und dann rebootet. Dass man praktisch gar nicht den ganzen Dump sieht, sondern nur das DMS. Das wäre möglich. Könnte man wahrscheinlich sogar ein bisschen mit Scripting basteln. Müsste man aber in dieser Init-RD oder wie immer man das implementiert, müsste man da machen. Das wäre vielleicht durchaus was man auch als für Upstream als Entwicklung mitmachen könnte. Wahrscheinlich gar nicht mal so schwierig. In der Praxis ist es so, dass normale gefilterte Dumps, wir werden es nachher sehen, ich meine, meine VM hier, die hat nur 512 MB oder sowas, aber die ist ratzfatz gedumpt, selbst virtualisiert und so. So normale Größen, so bis zu 64 Gig oder sowas, das dumpt sich immer noch relativ flott mit Filtering an, sowieso. Insofern, ja. Und wenn man halt dann doch mehr wissen will, dann ist man mit einem richtigen Dump schon besser dran. Das hatte ich vorher erzählt. Man kann es mit einem normalen GDB laden. Ich glaube nicht, dass man das will. Also ich habe einen Kollegen, der macht sowas immer. Aber der macht da sonst komische Sachen. Testing. Wichtig ist, dass wenn man das produktiv ausrollen will, dass man es vorher probiert hat, ob es auch funktioniert. Das hört sich an, als ob das ja ganz selbstverständlich wäre, aber es ist tatsächlich doof, wenn man ein Debugging-Tool ausrollt und hinterher feststellt, dass der Crash-Dump sich beim Versuch zu dumpen aufhängt oder, keine Ahnung, die Platte vollschreibt und dann stehen bleibt oder sowas, weil doch nicht genug Platz war oder noch besser irgendwie aufs Netzwerk irgendeinen Share vollschreibt und alle anderen Systeme stehen bleiben oder sowas. Also gucken, ob es geht. Und auch, insbesondere, wenn man nicht der Einzige ist, der das dann mal auslösen soll, vielleicht, wenn so ein System nicht mehr reagiert und man will es manuell triggern, dass eben die Sachen dokumentiert und getestet sind. Auslösen, Sys-Request via Keyboard ist zum Beispiel, also ich habe es noch nie wirklich geschafft, über eine von diesen tollen Remote-Konsolen einen Sys-Request übers Keyboard abzusetzen. Das kann man einfach vergessen. Den NMI-Button am Chassis oder im Management-Frontend, dann muss man natürlich wissen, wo der ist. Und falls man irgendwelche Kollegen hat, die die Wochenendschicht haben, die einen anrufen und was muss ich denn jetzt machen, die Kiste steht, dann wäre es gut, wenn man es dokumentiert hat. Und halt probiert, ob es auch wirklich geht. Also es gibt beim KDAMP die eine oder andere Möglichkeit, wie es fehlschlagen kann, komme ich nachher auch noch dazu. Wenn man Hardware hat, wo es nicht gescheit geht, dann kann man es sich dann auch sparen, dann muss man nicht irgendjemand damit mit Ärger. Also wichtig ist es zu testen, dass es hinterher im Zweifelsfall auch wirklich geht. Das ist, was diese Folie hier zum Ausdruck bringen will, weil ich habe schon, ich habe es aus Erfahrung. Ich habe es halt auch schon ausgerollt und dann hat es nicht funktioniert, wenn es jetzt sollen. Ja. Wie setzt sich an der seriellen Konsole, also ich nehme an, das ist 2x2-Stecker, wie kriegt man da den Sys-Request? Die Frage ist, wie kriegt man den Sys-Request auf die serielle Konsole? Also ich kennt es mit Screen. Ein Screen kann ein Break schicken und Break und dann C ist, glaube ich, ein Sys-Akku C. Aber auch das würde ich vorher ausgiebig probieren. Also das hat im Zweifelsfall wirklich funktioniert. Ja, noch eine Frage? Im Proc,
genau. Wenn man eine Nummer schicken kann, dann weiß man direkt, dass es auch triggern lässt. Ja, die nächste Bemerkung im PROC-FS ist es, da gibt es natürlich den PROC-SysRQ-Trigger, in dem man was reinechern kann, aber in dem Moment, wo ich mich, das ist prinzipiell, kann man damit immer crashen, das werden wir nachher in der VM auch zeigen. Das hilft aber nichts, wenn ich mich nicht mehr einloggen kann. Also die Sache ist wirklich, wenn die Kiste halt so ist, dass sie mich nicht mehr reinlässt, und dann will man es oft, solange ich mich noch einloggen kann, ist sie oft noch im Zustand, wo man sagt, naja, eigentlich kriegen wir sie vielleicht wieder so hin. Dann, wenn man sich nicht mehr einloggen kann, dann ist eben der NMI-Button beliebt oder SysRequest über die serielle bzw. über das Keyboard. Die serielle ist da tatsächlich auch über so ein, wobei auch da, diese Remote-Management-Boards sind da auch tückisch. Also ich kenne HP und dieser virtuelle serielle Port, der ist halt irgendwie sehr virtuell. Ja, und was man braucht, das ist wichtig. Hier Troubleshooting, ja, im Prinzip, weil ich sage, so im Testen. Man braucht die Debug-Infos des gecrashten Kernels. Das hilft alles nichts, wenn man einen KDAMP hat, aber man hat keine Debug-Infos dazu. Bei SUSE und Red Hat weiß ich, da sind die Debug-Infos sind separate Packages. Bei selbstgebauten Kernels sollten sie, da weiß ich nicht, ob die gestrippt werden beim Installieren. Muss man auf jeden Fall schauen. Ohne Debug-Infos ist nämlich hinterher, das ist wie wenn man ein gestripptes Binary im GDB, das ist auch nicht so hilfreich. Man sieht vielleicht noch ein bisschen was, aber nicht mehr so schrecklich viel. Also es müsste noch gehen, sich den DMSC anzeigen zu lassen, wobei ich habe es nicht probiert. Also probieren. Die Debug-Info muss da sein, sonst kann man es nicht laden. So. Prepare. Das sind die Sachen, das steht alles auch in der Dokumentation, was man alles eintragen muss. Crash-Kernel in die Kommandozeile. Die Sys-Controls sind ganz interessant, die braucht man nämlich, dass ein NMI tatsächlich den Kernel crasht. Das steht alles in der Dokumentation, sowohl im Kernel wie auch in dem Online-Buch. Ich hätte jetzt lieber mal was zeigen, ich habe noch eine Viertelstunde, ich würde es gerne mal vorführen. Ist das okay? Oder sollen wir die langweiligen technischen Details, ich meine, vergisst man hoffentlich eh wieder. Nein. Dann zeigen wir es mal. Und zwar habe ich hier eine virtuelle Maschine. Mit etwas Glück läuft sie auch, jawohl. Das ist ein /11. Einfach weil ich den schon so vorbereitet hatte und weil ich weiß, dass es eben mit meiner Factory nicht so wirklich gut funktioniert. Und da mache ich jetzt ein SSH rein. Das ist ganz normal. Und da gibt es eben PROC-SysRQ-Trigger. Wenn ich mir das anzeigen lasse, kommt nichts raus, aber ich kann was rein echoen. Und zwar machen wir nur mal Echo. Zeigt mir, was man alles. Kann man es lesen? Schlecht. Die Farbe. Moment. Das ist so besser. So. Da sieht man die verschiedenen Sachen, die man über SysRequest einstellen kann. Für uns ist interessant Crash C. Damit crashen wir es. Dann machen wir Echo C größer. Sehr gut, Trigger. Ich mache hier ein Sleep 2 davor, dann können wir nämlich vorher auf die virtuelle Maschine zurückschalten. Dann sehen wir nämlich. Jetzt hat nämlich der Kernel gebootet und dummerweise weiß er Schwarzliste. Jetzt kopiert er das weg. Das haben sie bei SUSE ein bisschen schön gemacht mit Progress Bar und so weiter. Ist aber wurscht. Das wird mit MakeDump-File in die konfigurierte Location kopiert. Die Konfiguration ist je nach Distribution unterschiedlich. Das macht bei SUSE ist etc. sysconfig kdump. Bei Red Hat weiß es nicht auswendig. Jedenfalls schreibt er das jetzt weg. Was bei SUSE ganz praktisch ist, speziell zum hier zeigen, nachher ist, der kopiert gleich noch die Sachen mit hin, die man zum Debuggen braucht. Und man braucht die System Map, man braucht das Kernel Binary, man braucht die Debug-Info vom Kernel. Und das kopiert er gleich an die gleiche Stelle, dann hat man das alles an einem Ding. Und wenn er damit fertig ist, dann müsste die VM rebooten. Tut sie. Ich drücke mal Enter, dann geht es schneller. Jetzt bootet sie wieder ganz normal. Hier irgendwo beschwert sich wahrscheinlich, dass das Filesystem dirty ist. Egal. Und dann
extern wieder finde. Da habe ich ein paar. Ich habe das heute schon mal probiert. Man wird ja schließlich vorbereitet. So. Und die Crash-Kommandozeile, da gibt man halt die System Map an, das VM Linux Binary und das Core-File. Und der startet dann eben, der benutzt den GDB und zeigt einem als erstes nach dem Starten dann eine kurze Übersicht über das System, welcher Kernel gebootet war, die Uptime, wann es gecrashed ist, wie viele Tasks und so weiter. Auch wenn es eine Panic war, was die Panic-Zeile war und welches Kommando gerade gelaufen ist. In dem Fall war das die Bash, weil wir mit Echo aus der Bash raus. Dann könnte man zum Beispiel sagen, ja, was ist da jetzt alles gelaufen mit PS. Das ist jetzt ähnlich, nicht identisch, aber ähnlich wie ein PS auf dem laufenden System. Hier die PID, auf welcher CPU das lief. Diese VM hat jetzt nur eine CPU, das heißt, die laufen alle auf CPU 0. Der Status ist 0 ist run, da oben der PID 0, der Swapper, das ist der Idle Task, der ist Status Running. IN ist Interruptible Sleep. Das ist ähnlich wie man im PS auch verschiedene Stati hat. Und die müssten alle schlafen, bis auf einen. Also ein bisschen auffällig, ich habe, glaube ich, nicht so viele Console-Kit-Daemons, da ist jeder Thread ist hier ein eigener Prozess. Das im Unterschied zum normalen PS, der zeigt dann die Threads nicht einzeln an. Aber da sieht man schon mal grob, was los war auf dem System. Nicht so schrecklich viel, war frisch gebootet. Und so. Jetzt, hier fehlt die, ich muss rüber schieben. Mir fehlt ein bisschen was. Hier, dieser Pfeil zeigt an, das ist der Prozess, der lief zum Zeitpunkt des Crashes. Oder der auf der CPU lief. Und wenn ich mehrere CPUs habe, habe ich hier genauso viele Pfeile, wie ich CPUs habe. Es läuft immer, wenn es nur der Swapper ist, der auf der CPU, also der Idle Task, ich warte auf was zu tun, da hat man so viele, wie man CPUs hat. Oder anderes beliebtes Kommando ist DMESC, beziehungsweise ein Alias für Log. Und mit Log, das kann man dann pipen. Und da sieht man DMESC. Ganz normal wie im laufenden System, das ist der Kernel-Ring-Puffer, der wird hier direkt ausgegeben. Da sieht man ganz am Ende, Call Trace, Proc Reg Write, Write SysRQ Trigger, das sind die Funktionen, die aufgerufen werden, wenn ich nach Proc SysRQ Trigger schreibe und dann geht es weiter nach Handle SysRQ und das ist die halt den SysRQ behandelt und weiter oben, wo ich es lesen kann. Genau hier, das ist die, wo er tatsächlich gecrashed ist, SysRQ Handle Crash, das heißt, wir haben den SysRQ C hier gehabt. Das ist genau so, wie es normalerweise halt auf der normalen Maschine auch aussehen würde. Man sieht zum Beispiel auch noch, weil ich zuvor habe ich zum Debuggen ja noch leeres, ist alles noch genauso da wie auf dem System selber. In Warlog Messages findet man es vermutlich ab hier nicht mehr. Also in Warlog Messages können wir gleich mal gucken, wobei, da werden wir es wahrscheinlich nur bis hierhin sehen. Und das hier drunter sehen wir nicht mehr, weil da, so weit kam er nicht mehr zum noch was schreiben, da war er schon weg. Oder man kann zum Beispiel feststellen, welche Dateien hatte ein Pfeil offen. Das ist unter Umständen, wenn man so Kiste, die gehängt ist, um zu untersuchen, was haben denn die Prozesse gemacht, warum haben denn die sich so aufgeblasen, stellen wir fest, die hatten ja ganz, ganz viele Dateien offen, kann ich mit Files, zeigt mir per Default das vom aktuellen Prozess, das wäre in dem Fall ganz unten die Bash 3650. Da sehen wir, das ist das Terminal, mein virtuelles, mein SSH und Standard Out ging nach Proc SysRQ Trigger, weil das Echo war, was er reingeschrieben hat. Swap zeigt an, wie war der Swap belegt? Ist auch so bei so einem Hänger, wenn man sieht, die Kiste hatte sich erst zu Tode geswappt und dann ist sie irgendwann stehen geblieben oder sowas. Ganz interessant, hier war jetzt nur 4K benutzt, das ist nicht ganz so dramatisch.
Das allerwichtigste Kommando, insbesondere wenn man es ganz so oft benutzt, ist Help. Und da gibt es auch, also man kann zu jedem dieser Kommandos kann man Help KMEM zum Beispiel, dann sieht man hier ausführlich KMEM-I ist zum Beispiel immer noch ganz interessant, um zu sehen, wie der Speicher belegt war. Da das ist auch so, wenn man sieht, ja okay, der Speicher war komplett aufgebraucht. Und es hat jetzt zwar kein Out-of-Memory-Kill gegeben, aber irgendwie, es hat oftmals so, bei so Systemen, die sich am Rande ihrer Kapazität bewegen, die sollten zwar eigentlich nicht stehen bleiben, aber manchmal tun sie halt, was sie auch nicht sollten. Das sind so die Sachen, die einem als Admin im Nachhinein oftmals schon einen ziemlich guten Überblick geben können, was ging denn da schief, was hat da nicht funktioniert und einem teilweise zeigen, was los war. Für die Hardcore-Kernel-Hacker, die können natürlich hier immer noch alles mit GDB und sich irgendwelche Datenstrukturen anzeigen lassen und was weiß ich, das kann ich nicht. Insofern. Aber tatsächlich habe ich das jetzt bisher auch nur selten gebraucht, weil das waren dann die Sorte Bugs, wo ich sage, okay, die hätte ich sowieso nicht fixen können. Oftmals, wirklich oftmals hilfreich ist, sind die letzten Sachen aus dem DMASC, vielleicht ein bisschen mehr. Die letzten Sachen aus dem DMASC, wenn man sieht, okay, das ist dasselbe Crash wie gestern oder das ist jetzt ein ganz anderer. Oder dass man überhaupt sieht, okay, der ist in einer, was hatten wir in der Praxis, Allocation Failures im Treiber und die hätten zwar, da standen zwar dran, ja, das ist zwar eine harmlose Message und das kann auftreten und der Kernel ist designed to handle that, aber anscheinend war halt dieser Treiber doch nicht so gut und da ist die Kiste dann nachgegriffen und okay. Wir haben es zwar im Support gemeldet und haben auch einen Bugfix haben wollen dafür, aber tatsächlich haben wir halt dafür gesorgt, dass diese Kiste nicht ganz so viel Speicher verbraucht, sodass der Kernel nicht so in Bedrängnis kommt. Solche Sachen kann man damit relativ schön oftmals sehen. Ja, dann, jetzt kommt die nächste. Das ist ganz wichtig, was, wenn es nicht funktioniert. Hat schon mal jemand hier, vielleicht vor ein paar Jahren, Probleme mit Suspend2RAM gehabt oder Suspend2Disk. Bei KDAMP hat man oftmals sehr ähnliche Probleme, weil, ich meine, das Problem ist dasselbe. Beim Suspend2RAM war das Problem das, dass früher die Treiber oftmals nicht damit klargekommen sind, dass die Hardware vom BIOS nicht initialisiert war. Beim KDAMP und auch oft auch bei KEXEC ist es dasselbe. Der Treiber ist initialisiert und ich springe direkt mit meinem neuen Kernel und der Treiber versucht ihn vielleicht nochmal zu initialisieren, kann das aber nicht richtig, weil die Hardware, die Netzwerkkarte oder was auch immer, die ist halt nicht frisch aus dem BIOS, sondern die war vorher schon in Benutzung. Da müsste man die Interrupts vielleicht zuerst zurücksetzen oder was weiß ich. Ich bin kein Hardware-Hacker. Das sind genau dieselben Probleme wie bei Suspend2RAM eigentlich früher, nur mit dem Unterschied, dass bei der Hardware, bei der man typischerweise Suspend2RAM macht, nämlich auf Notebooks, sind sie inzwischen Zeit ganz ordentlich gefixt, nur Server, auf denen man öfters mal KDAMP macht, die wurden halt nur sehr selten suspendiert und deswegen sind da oft die Treiber noch nicht so hundertprozentig. Das heißt, da bleibt einem halt ausprobieren und im Zweifelsfall Bug-Reports. Es ist so, dass also die Kernel-Hacker im Allgemeinen, so wie sie inzwischen sagen, okay, wenn es Suspend nicht geht, ist es wirklich ein Bug. Früher, ich kann mich noch vor 5 Jahren, haben sie gesagt, ja, das geht ja sowieso nicht. Warum probierst du auch sowas? Bis irgendwann der Herr Torwald selber gesagt hat, es wäre schon gut, wenn es gehen würde. Und dann haben sie immer noch angefangen, das Zeug zu fixen, wenn man dann Bug. Ich war lange Zeit bei einem Distributor in Nürnberg für mobile Endgeräte zuständig. Ich habe da eine oder andere Geschichte erlebt, auch mit Kernel-Hackern. Beim KDAMP ist es tatsächlich so, dass zumindest wenn man eine Enterprise-Distribution benutzt, die ein Interesse daran haben, dass sie einen KDAMP von einem kriegen. Und dann auch solche Firmen wie Broadcom, habe ich jetzt erst kürzlich erlebt, tatsächlich ihre Treiber fixen, wenn man das reportet. Also ich habe dann in dem Fall an SUSE reportet, dass Broadcom BNX2X, da geht kein KDAMP. Ich habe gedacht, ja, dann machst du mal so einen Report und da hörst du nie wieder was davon. Nein, ein halbes Jahr später irgendwann habe ich dann festgestellt, wir hatten jetzt hier übrigens mal einen neuen Treiber, könntest du mal probieren, ob es mit dem jetzt geht. Und siehe da, Broadcom hatte den Treiber. Also
Da ist wie immer bei der Community, man muss da halt auch mal selber zumindest mit Bug-Reports oder sowas mitarbeiten. So, die Zeit ist um. Das ist nicht so interessant, das ist SUSE-spezifisch. Virtuelle Maschinen kann man vom Hypervisor aus dumpen, noch ganz kurz. Das ist oftmals sehr praktisch. Also ein KVM oder auch eine XenVM, die kann ich zum Beispiel mit Wirsch-Dump direkt dumpen. Das Crash-Tool kann diesen Dump lesen. Da muss ich die noch nicht mehr. Also dann, es ist Blödsinn, in einer VM einen K-Dump aufzusetzen. Das kann man vom Hypervisor aus direkt triggern. Das ist für den nichts anderes wie wenn ich sage, suspendiere diese VM, also mach da ein Save. Das ist im Prinzip dasselbe, nur dass sie halt hinterher ausgeschaltet bleibt. Das kann sowohl Xen wie auch KVM. VM, wer weiß ich nicht. Ja, war jetzt ein bisschen schnell am Ende, aber das wollte ich noch loswerden mit den VMs. Das hier, das Dedo-Imedo-Buch, das Crashbook, findet man ganz einfach, wenn man nach Dedo-Imedo-Crashbook googelt. Das ist wirklich super. Das ist eine sehr ausführliche Anleitung, wie man Crash-Dumps macht, auf allen möglichen Distributionen, wie man sie analysiert. Kann man auch irgendwie 5 Euro spenden per PayPal oder sowas, er hat es verdient. Das ist wirklich super. Hier gibt es das Paper, was ich vorher gesagt habe. This is the place where you can get the paper. It might be that this one is the paper in German actually. It's also there on my blog in English. So you can get it from there. Und die Kernel-Dokumentation, da steht einiges auch drin, also über die, was man machen muss, dass KDAM geht. Wobei im Prinzip das hier ist fast, wenn man da durch ist, dann weiß man mehr, als man jemals wissen wollte. Dann haltet ihr nächstes Mal den Vortrag. Okay, vielen Dank. Noch Fragen? Ja. Ist das Crash-Tool spezifisch oder ist das ein allgemeines Tool? Und wenn ja, wie ist das? Die Frage war, ist das, wird noch aufgenommen? Okay. Gut. Okay, gestreamt wird noch. Ist das Crash-Tool SUSE-spezifisch? Nein, ist es nicht. Wo gibt es es? Es ist bei jeder Distribution dabei. Ich glaube, irgendein Red Hat-Entwickler macht es und es ist auf auf so einer privaten Seite vom Red Hat-Entwickler gibt es das. Auswendig weiß ich es nicht. Es ist aber, ich habe noch keine Distribution gefunden, für die es kein fertiges Crash-Tool gegeben hat. Es gibt bestimmt welche, aber normal. Debian, SUSE, Red Hat, Magaya, gibt es überall. Noch Fragen? Ja? Was ist die schnellste Methode, jetzt mal den groben Grund herauszufinden? Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, defekte Hardware oder defekter Gerätetreiber oder Inkonsistenz im Dateisystem. Was ist so die schnellste Methode, um dann herauszulesen, welcher grobe Bereich jetzt verantwortlich war? Okay, die Frage ist, was ist die schnellste Methode, um rauszulesen, wo grob der Fehler war, in welchem Bereich, ob jetzt Treiber oder Filesystem oder Hardware? Das ist schwierig zu sagen. Wenn du dich mit Kernel und Kernel-Debuggen und so ein bisschen auskennst, dann sieht man es oftmals am Backtrace, kriegt man schon mit der Zeit. Also ich frage meinen Bauchnabel, der sagt mir das ungefähr, wo ich suchen muss. Man sieht es dann in der Zeit und sagt, ja, das sieht mir ganz, so crasht die Maschine sonst nie, da muss irgendwo eine Speicherkorruption sein. Oder ich guck mal, was mein MCE-Log sagt. Ah ja, die sagt auch, wir hätten ECC-Errors, ja dann. So, aber das ist ganz schwierig. Also da Hardware-Schäden sind immer am schlimmsten, weil die ganz komisch aussehen und man eigentlich erst dann, wenn man sagt, der Code kann es eigentlich nicht sein, dann wird es wohl Hardware sein. Aber so zu sagen, ja, man kriegt da mit der Zeit ein Gefühl dafür. Es hilft ja aber nicht weiter, ich weiß. Also es ist so, wenn ich das... Ja, da gibt es keine simple Antwort drauf. Das ist so... Also ich muss auch zugeben, ich gucke halt auch nach so Patterns oftmals. Manchmal hat man so, dass man sagt, ja, von 100 Maschinen crasht jeden Monat crashen 3 Stück. Immer andere. Und ich mache halt immer Crashdowns, gucke halt rein und manchmal copy und paste ich auch nur die DMS-Ausgabe und hoffe, dass sich irgendwann mal so aus dem Rauschen sich ein Bild ergibt und hoffe, dass da aber manchmal tut es auch nicht und vielleicht crashen die auch alle aus unterschiedlichen Gründen, man weiß es nicht. Und wenn halt dann so der Threshold überschritten ist, wenn ich sage, okay, jetzt crasht aber eine pro Woche, ja dann muss ich mich mal hinsetzen und dann muss man da auch um Hilfe fragen teilweise. Aber man hat dann mit Crashdumps hat man halt auch die Möglichkeit, qualifiziert um Hilfe zu fragen, sage ich mal so. Noch mehr Fragen? Ja? Gibt es
zu extrahieren? Nein, die Frage ist, ob ich eine Möglichkeit kenne, einen Quorum eines einzelnen Prozesses zu extrahieren. Und nein, ich kenne keine. Es gibt es wahrscheinlich, weil das Crash-Tool macht im Prinzip, so wie ich es verstanden habe, macht es nichts anderes als die Datentabellen, die ja vom Kernel, die in dem Core-Dump, in dem Crash-Dump mit drin sind, auszulesen. Und zum Beispiel PS tut nur diese Datentabellen anzeigen, die Prozesstabelle. Es guckt halt, wo ist diese Prozessliste. Das ist ein Stück Datenbank in Anführungszeichen, die halt normal im Kernel im Speicher liegt und die wird angezeigt. Und da könnte man jetzt bestimmt auch sich rausholen, ja, wo ist denn dieser Prozess, wo hat denn der seinen Speicher und so weiter und das dann rausholen. Aber einfach ist es nicht. Ich sag's mal, also nichts so, es ist sicher möglich, weil ich meine, der Kernel kann es im laufenden Betrieb auch und der macht das auch nicht anders. Der tut auch nur, nimmt auch nur den Speicher, der diesem Prozess zugeordnet ist und schreibt den in Datei. Und genauso kann es auch später oder müsste man es auch später aus dem Core-Dump-File machen können, aus dem Crash-Dump-File. Aber ich wüsste jetzt auch kein Tool dazu, was das tut. Was man machen kann, ist, dass man kann von jedem Prozess sich ein Backtrace anzeigen lassen. Es gibt die Funktion BT in Crash-Tool, dann kann man BT und die PIT dazu und dann zeigt ihr den Backtrace von diesem Prozess an und das reicht vielleicht schon zu, weil und inwiefern man da GDB-mäßig diesen Prozess, weil der ja jetzt hier nicht weiß, welcher Code zu welchem, also dieser Prozess, der zeigt nur den Kernel-Backtrace an von diesem Prozess, nicht den User-Space-Backtrace. Insofern, ja. Nein, ich weiß es nicht. Noch eine Frage? Ja. Und man interessiert, wieso Kernel jetzt da sagt hat. Genau, die Prozesse hatten gar kein Problem, die User-Space-Prozesse nochmal. Ja, wobei, wenn die Kiste hängt, naja, aber wenn sie so hängt, dass man sie rebooten muss, dann hat sie ein Problem, weil der Kernel ein Problem hatte. Die einzelnen User-Space-Prozesse, die können dann vielleicht nicht mehr auf NFS schreiben oder sowas, so beliebte Sachen, dass da irgendwas hängt, aber die können da nichts dafür. Die greifen nur auf das File-System zu und das reagiert nicht mehr. Insofern sind die User-Space-Prozesse, was da interessant... Ja, 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 das stimmt, das wäre natürlich irgendwie... Habe ich bisher nicht gebraucht. Was ich schon gemacht habe, ist, dass ich eben geguckt habe, man sieht dann teilweise, in der Übersicht sieht man auch, ja, die Systemlast war bei 390 oder sowas. Und dann gucken wir mal, alle diese Prozesse, also es ist dann typischerweise, wenn die Last so hoch ist, ist es nicht, weil die so viel zu tun hatte, sondern weil irgendwo NFS-Hänger, mein Liebling, NFS hängt, alle Prozesse, die aufs NFS zugreifen wollen, gehen in Status D, weil sie keine Antwort kriegen und kann man eben gucken, ob wirklich alle Prozesse, die eben da im Status blockt sind, ob die wirklich alle im NFS-Code hängen im Kernel oder ob vielleicht einer wo ganz woanders hängt und trotzdem geblockt ist, was wieder ein Puzzlestück wäre in der Untersuchung des Ganzen. Das sind immer so, also das ist so, ja, Kiste hängt unspezifisch, das ist immer, wenn sie richtig crashen, da kriegen wir mal schnell einen Fix. Wenn man sagt, die hängen, dann ist immer, naja, heißt ja, probier doch mal den neuesten Kernel, vielleicht geht es ja damit besser. Noch Fragen? Ja. Ich habe häufiger das Problem, wenn ich mir selber meinen Kernel konfiguriere und mache da Mist, dass er halt schon direkt eine Kernel-Panic beim Starten ergibt. Und ich dann hilft dir, ja. Sehen kann, wo war jetzt das Problem? Da hilft dir an K-Dump nichts, nein, weil. Also, das ist ja gar nicht geladen zu der Zeit. Genau, Frage ist, wenn der Kernel beim Booten schon crasht, und man sieht dann aber, das geht so schnell durch, da hilft einem K-Dump nichts, weil er wird erst beim Booten, K-Dump-Kernel wird typischerweise mit einem Init-Skript geladen beim Booten, aber da muss das System schon so weit hoch sein, dass es bis zum Init kam und schon angefangen hat. Und da hilft dir nur eine serielle Konsole typischerweise, weil die halt nicht so schnell durchscrollt, beziehungsweise du dort zurückscrollen kannst. Das ist so. Serielle Konsole oder Net-Konsole. Wenn du heute öfters mal hat man keine serielle Konsole mehr, aber Net-Konsole geht. Oder bei neueren Notebooks gibt es auch dieses Intel V Pro Zeug, das ist so eine Art Management-Konsole, die je nachdem, was der BIOS-Hersteller eingebaut hat, funktioniert die auch. Ja, noch Fragen? Ich glaube, die Zeit ist demnächst mal, ein bisschen haben wir noch. Alle glücklich? Wunderbar. Dann.